Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das ein Entscheidungsspiel wird, ne? Aber, also so gesehen. Ich sag's Papa, weil das heißt, ich muss es ihm sagen. Weil woher habe ich sonst? Ich kann ja nicht hören. Und das heißt, ich muss ihm erklären, dass ich Julia bin und er liebt mich. Das ist gut. Ich beschloss, meinem Vater alles zu erzählen. Papa, ich Papa! Ich liebte ihn so sehr, dass ich kein Spion werden konnte. Ich verstand nichts von all diesen Dingen. Also jetzt vor allem mal irgendwelchen dahergelaufenen Leuten, die ich einfach anrufe. Wer weiß, was ich damit mache? Ich hätte gehandelt, ohne zu wissen, was ich da tue. Mein Vater sagte mir, ich solle ihren Aufforderungen zustimmen und ihm alles berichten. Er wollte mich bloß nicht in Schwierigkeiten sehen, wie alle Väter. Aber habe ich ihm gesagt, dass ich Julia bin? Zum Zerschneiden des Kabels brauche ich eine scharfe Schere. Eine Schneiderschere sollte ausreichen. Mein Vater will, dass ich das mache? Okay. Okay. Jetzt weiß ich, wie ich die weiße Frau treffen kann. Nanny hat mir alles erklärt. Ich muss versuchen, sie früh am Morgen zu treffen, wenn es neblig ist. Sonst war alles umsonst. So heißt es in der Legende. Das hier muss ich also tun. Erstens, ich muss ihren Verlust wieder heraufbeschwören, indem ich sie in Kontakt mit ihrem Liebhaber bringe. Um das zu tun, muss man laut Nanny das Grab des Geliebten im Wald suchen. Papa hat immer gesagt, dass Infrarotfotos etwas sichtbar machen, was das bloße Auge nicht sehen kann. Ich kann Infrarotfotos machen? Vielleicht sehen sie dann auch Geister. Daran wäre jetzt nichts Seltsames, wenn man bedenkt, dass ich doch versuche, einen zu kontaktieren. Verrückt. Zweitens, ein Teil von mir muss ihre Welt betreten. Eine Haarlocke sollte reichen. Ich brauche also eine Schere, um welche abzuschneiden. Drittens, ich brauche ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Ich weiß noch nicht, was ich dafür tun muss. Hoffentlich fällt mir irgendwas ein, wenn ich es am wenigsten erwarte. Viertens, um mit ihr zu kommunizieren, muss ich meine Tarotkarten benutzen. Ich werde die weiße Frau auf der Insel treffen, auf der ihr Geliebter hingerichtet wurde. Groß- und Kleinschreibung ist nicht so unsere Stärke, glaube ich. Jetzt weit. Okay. Ich wollte nur wissen, ob ich dann ein Overlay kriege, wo der Text nochmal steht, oder ob sie es nochmal anfängt zu lesen. Ich kann das Telefon mit gefundenen Telefonnummern benutzen. Ja, schön! Also die Schere habe ich. Dass ihr mit meiner verbindet. Ja, klar. Ja, Nebel kann ich nichts machen. Stativ und Infrarotzeug habe ich. Den Schlüssel habe ich noch nicht. Meine Schwester. Kommunikationsleitung. Und dann das Telefon. Hä, ich habe doch das deutsche Kommando angerufen. Hä? Ich habe doch das alles gewählt. Heftige Look auf dem Bild, ja. Wieso muss ich denn jetzt nochmal telefonieren? Ich habe keinen Grund, Papas Kommando anzurufen. Okay, ich brauche Gründe, um das abarbeiten zu können. Okay. Okay. Wo ist meine Schwester? Hä, wo ist meine Schwester hin? Martha wurde für ihre Beerdigung in die Kapelle gebracht. Ich möchte mich allein von ihr verabschieden, bevor alle ankommen. Ah, danke für die Antwort. Kommen wir da immer noch nicht raus? Das brauche ich im Moment nicht.
Niemand mehr auf Groß- und Kleinschreibung. Das stimmt, das stimmt. Gibt es hier irgendwas zum Angucken? Nö. Okay, also. Wir gehen jetzt in die Kapelle, dann schneiden wir den, also das Kabel durch. Und dann muss ich irgendwie machen, dass neblig ist. Was ich bestimmt voll kann. Ich bin Wetterhexe. Obwohl, ich bin die Herrscherin. Ich kann auch die Herrscherin übers Wetter sein, oder? Der arme Kleine. Er ist tot. Armer kleiner Kerl. Sein Platz ist an Marthas Seite. Warum hat er denn jetzt... So, wir nehmen den Vogel mit. Ich habe immer gerne tote Vögel in meiner Tasche. Nanni nennt mich immer kleiner Spatz. Das ist ein Rotkehlchen. Das ist der Teil von mir, der mit Martha gestorben ist. Er wird sicher sein bei ihr. Es ist kein Spatz. Du hast vielleicht ein Spatzenhirn, aber das ist doch kein Spatz. Hier, guck mal. Ich hab ein Vögelchen. Hier, guck mal, das schenke ich dir. Hier, Martha. Mein Herz. Behalte ihn. Ich fange an zu verstehen, wie schmerzhaft dein Zustand gewesen sein muss. Es wird sich nicht bestimmt niemand wundern. Nicht mit anderen kommunizieren zu können, ist wirklich eine Qual. Es wird sich bestimmt niemand wundern. Ich habe dich beneidet, weil ich nicht sah, wie du leidest. Ich habe deinen Mut nicht verstanden. Ich vermisse dich so sehr, Martha. Ich bin nicht würdig, deine Kleider zu tragen. Das vibriert immer, wenn der Rabe kräht. Von meiner Beerdigung gibt es nur ein paar Unterschriften. Hätten die Leute gewusst, dass es sich tatsächlich um Martha handelt, wären es viel mehr gewesen. Alter, Rabe, hör auf! Dass ich dir auch das genommen habe. Wirklich, mein Controller vibriert jedes Mal, wenn der kräht. Warum? Der Rabe macht einen Riesenaufstand. Okay, es hat einen Sinn. Der Rabe. Gemeinde San Casciano. Provinz Florenz. Sterbeurkunde. Aus dem Register der Sterbeurkunden der Gemeinde Nummer 174, Teil 3. Serie 12 des Jahres 1944. Es wird an diesem 16. Juli des Jahres 1944... der Tod von Julia K. bescheinigt. Bewohnerin von Via Percebaya, geboren am 26. Februar 1923 in La Romola und Tochter von General Erich K. und Irene K. Don Attilio D. wird die Beerdigung abhalten. Ach, und der geschätzte Herr Alberto M. wird sich um die Beisetzung auf dem Friedhof von La Romola kümmern. Telefonnummer 6537. Habe ich jetzt einen Grund, öffentlicher Staatsdienst. General Galeazzo T. Schlaf gut, Rocky. Träume Schönes. Ich liebe Raben. Rabi Babi, wo bist du? Ist das der Rabe? Es ist schwer zu sehen. Warte doch! Bist du der Rabe? Ja. Entschuldigung, die Grafikeinstellung ist halt echt. Ja, was denn? Wo willst du denn hin? War das schon mein Ziel? Es war schon mein Ziel. Okay. Ein Kleid.
Es ist aus demselben Stoff wie der Fetzen, den ich neben dem See gefunden habe. Es ist sogar zerrissen. Es ist auch die gleiche Rolle. Es muss von Mutter sein. Ach du meine Güte. Ich hatte den Verdacht, dass Mama in den Mord an Martha verwickelt sein könnte. In diese Gedanken verloren vergingen Stunden und ich vergaß die Beerdigung völlig. Als ich merkte, dass es bereits Abend war, trugen sie den Sarg bereits zum Friedhof. Sie hat mich nie geliebt. Das wusste ich genau, aber ich wollte es nie wahrhaben. War sie es gewesen? Es fiel mir schwer, es zu glauben, aber es ergab alles einen Sinn. Am See muss sie gedacht haben, dass Martha ich sei, denn sie war überzeugt, dass ich tot bin. Lass dir schmecken, Locke. Als die Beerdigung zu Ende war, verspürte ich einen unwiderstehlichen Drang zu spielen. Ich liebte Musik. Ich begann zu spielen, ohne über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Es war mir egal. Ich wollte mich lebendig fühlen, wieder existieren. Das aber, also. Puh, ich bin richtig drin in den Feels. Konzerto in R.E. Was ist hier los? Julia? Vielleicht sind wir wirklich Bist taub. Bist du das? Nein. Das kann nicht sein. Martha hat noch nie gespielt. Sie ist taub. Und doch... Nein, das ist Wahnsinn. Mein Gott. Also ist Martha... Jetzt verstehe ich. Du kannst jetzt die ganze Aufmerksamkeit bekommen, oder? Du warst eifersüchtig, stimmt's? Weil sie ein wunderbares Mädchen war und du nur eine nutzlose kleine Schlampe bist. Wie hast du es geschafft, sie zu überzeugen? Oh, jetzt verstehe ich es. Aber sie... Sie hat sich mit mir unterhalten. Ich... Nein. Das ergibt keinen Sinn. Ich werde dich in eine Anstalt einsperren lassen, hörst du? Das reicht! Du wirst für deine Taten bezahlen, du verfluchte Irre! Sie werden dich foltern, um die Monster in deinem Kopf zu entlarven. Nettes Stück. Hallo, Lorni. Also, sehr freundlich. Ich bin, also, Fan. Oh, es ruckelt. Ihre Worte waren scharf wie Rasierklingen. Oh, oh. Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich es nicht gewesen war. Ich zeigte ihr die Fotos, die ich entwickelt hatte und die meine Unschuld bewiesen. Aber sie wurde nur noch wütender, nannte mich verrückt und dann begann sie mich mit allem zu schlagen, was sie griffbereit hatte. Ich schloss die Augen, als die Dunkelheit in mir immer mehr Besitz zu ergreifen begann. Erinnerungen kamen zurück. Keine Erinnerungen an Ereignisse, sondern eher an Gefühle. Gefühle, die ich als Kind empfand. Sie waren unheimlich. Das waren die Ängste eines kleinen Mädchens. Das Gespräch mit der weißen Frau hatte mich noch mehr verwirrt, aber wenigstens hatte ich jetzt diesen Schlüssel. Am Abend zuvor versuchte mein Vater verzweifelt, mich zu trösten. Sprich mit mir, Julia. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte nur verstehen, was passiert ist. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Auch wenn wir Martha verloren haben. Deine Mutter stand unter Schock. Sie wollte dich bestimmt nicht verletzen. Bestimmt nicht. Ja.
Entschuldigung, aber das ist wichtig. Das Gericht, ich krieg was zu essen. Das Gericht und die Gerechtigkeit. Ich finde also... Ja, doch. Der tote Vogel. Am Ende werde ich erfolgreich sein. Ich werde genießen, was ich verdiene. Aber Unsicherheit und Widerstand gegen Veränderungen machen mir das Leben sehr schwer. Aua. Am Ende werde ich erfolgreich sein. Ich werde genießen, was ich verdiene. Aber Unsicherheit und Widerstand gegen Veränderungen machen mir das Leben sehr schwer. Ja, das ist ein bisschen too much. Das ist ein bisschen zu wahr. Find's nicht gut. Mach weg. Memory habe ich alles in der ich wollte eigentlich zu dem Dings, dem Dingsbums. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo sind wir jetzt? Ach, das ist unser Keller. Ich wollte eigentlich zur Telefonleitung, wenn ich ehrlich bin. Also, ich habe, das ist so, also ich kann machen, was ich will, irgendwie gefühlt. Die Kommunikationsleitung, das hätte ich gern. Was ist das? Was, ist der Geliebte? Nee, ich wollte erstmal hier hin. Geradeaus und dann links halten und dann um die Ecke links. Okay, probieren wir. Hallo, Insanity. Das war zu falsch. Das war nicht der Weg, dem ich gefolgt bin. Leute, aber wir hören gleich mit dem Spiel auf. Ich würde gerne noch eine Demo spielen. Und es wird langsam ein bisschen spät sonst. Ich mag auch nicht so, solche Spiele so durchzurushen. Beziehungsweise so... Weiß ich nicht. Was ich meine. Ich mag lieber da, also, auch mal Pause und dass man irgendwie, ich finde immer, das sackt. Also solche Spiele sacken dann immer erst und dann, weil sonst vergisst man so vieles. Also am besten wäre es bei solchen Spielen wirklich so 1,5 bis 2 Stunden nur zu spielen. Ist das der Mast? Elon, bist du's? Bald Martha's Dead End, ja. Sag mal, wie hoch ist der denn? Hab ich schon erwähnt, dass ich Höhenangst... Das ist irgendwie echt... Irgendwie ist... Boah, das ist echt irgendwie unangenehm. Ein deutscher Panzer. Ich muss seinen Standort über den Telegrafen melden, der in der Nähe des Kuhstalls versteckt ist. Papa hat vermutlich eine Garnison angefragt nach all dem, was passiert ist. Ich sollte die Position mit dem Telegrafen melden. Im Kuhstall. Im Kuhstall. Ja, aber ich soll doch die Telefonleitung... Ach, hier. Dieser Draht führt in Richtung Haus und geht dann weiter. Also muss es der richtige sein. Wie konnte ich meinem Vater von dem Telefonzeug erzählen... Ohne dass ich ihm erzählt habe, dass ich nicht. Nun muss ich nur noch zum Telegrafen, der sich in der Nähe der Stelle befindet. Hä, wie konnte ich meinem Vater das erklären? Also erzählen, okay, dann habe ich es halt aufgeschrieben. Aber wie habe ich das dann davon mitgekriegt? So, wie habe ich denn jemanden angerufen und verstanden, was der mir sagt? Hä? Habe ich das vielleicht zu früh gemacht? Das verwirrt mich. Aber ich hoffe so, dass mit dem Dingsbums GeForce Now wird gemacht. Ich will... So, die Stelle müssten eigentlich, wenn wir hier lang gehen, nach links sein, oder? Haare geht aus meinem Gesicht. Entschuldigung. Das habe ich noch von der Demo. Lippen gelesen. FaceTime gab es doch schon. Ja, klar. Hier müsste das sein, oder? Ja. Wo sind die Moos? Als ich klein war, hatte ich Angst vor Tieren. Ich habe mich ihnen nie allein genähert.
Oh nein, der Zaun wurde zerstört. Bertha! Oh nein, der Zaun wurde zerstört. Hier liegen Leichen, du dumme Hannelore. Was mit den Ziegen? Die sind auch tot. Hugo. Nazi-Faschisten auf dem Scheiterhaufen? Das sind Tiere, ihr dummen Hupen. Nazi-Faschisten auf dem Scheiterhaufen. Was? Wer könnte das getan haben? Was hatten diese armen Kreaturen mit all dem zu tun? Richtig! Boah, ihr Dreckigen. Ich bringe euch alle um. Chat, wenn irgendwann die Option kommt, nimm eine Bazooka und töte alle, ich mach das. Mann, die Armen. Ich bin wirklich stinksauer. Der Kasten ist leer. Der Telegraph wäre in der Nähe installiert worden. Ein Generator. In diesen schwierigen Zeiten sind Generatoren wichtig, denn der Strom fällt oft aus. Sie haben ihn vom Haus hierher verlegt. Können wir unserem Vater Bescheid sagen? Der Telegraph muss in einer dieser Kisten versteckt sein. Kannst du gerne machen. Gut. Tolles Versteck, echt. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Wo ist denn die? Wo ist denn die? Weil... Hieß es nicht, die Stadt brennt? War das nicht die Stadt brennt? Schlaf gut, Missy. Hallo, Squally. War das nicht die Stadt brennt? Die Stadt brennt. Ich sehe kein die. Reicht Stadt brennt? Ich bin nicht überfordert, ich bin gerade überfragt. Also, weil da explizit die steht. Gut, Stadt brennt. TW. Verwende. Oh Gott, das sehe ich hier gar nicht. Okay, Stadt. Sende mindestens 7. Stadt. Brennt. Stadt brennt, okay. Mache ich jetzt Ende? Ende. Stadt brennt, Ende. Panzer? Panzer? Panzer, Versteck, Straße, Haus. Das mache ich. Der muss ja auch ein bisschen nachdenken. Panzer, Versteck, Straße, Haus, Standort. Stadt brennt, Ende, Panzer, Versteck, Straße, Haus, Standort, Ende. So. Ich finde, ich bin wirklich... Also, komm, das würde jeder verstehen, oder? Oder? Also, ich...
Ich füge am Ende einfach Over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ja, weil Ende ja nicht gereicht hat. Hä? Hä? Es gibt zweimal Ende. Ach so. Es gibt zweimal Ende. Natürlich. Ende, Ende. Nein, nein. Das kommt mir nicht eindeutig genug vor. Ich muss die richtigen Worte finden. Stadt brennt, Ende. Was haben wir denn? Waffenflagge, Wälder, richtig. Panzer bestätigen, geschlossen, Kommunikation, Haus, Dokumente kommt aus. Abwehrt, Versteck, Gebäude, Fluss, Foto, General, brennt, Ende, Licht, Standort, Leitung, Neben. Aufbrechen, Karte, Mast, positionierte, Platz, abgerufen, erhalten, Bedarf, Straße, finden, Stadt, Name. Ich würde mal sagen, vielleicht Panzer, Standort, Neben, Leitung, Nahe, Haus. Nee? Ich füge am Ende einfach Over hinzu, jetzt, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Das wollte ich. Nahe Straße. Neben. Oh, geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Brennt Ende General. Was? Ich habe General statt Panzer. Das ist blöd. Okay, machen wir mal. Standort. Panzer. Nee. Panzer. Nahe. Straße, neben, Haus. Dann das Ende will sie, ne? Kurz drücken. Das muss ich jetzt auch noch nachmachen? Okay, klar. Das sind ja auch Gott sei Dank nur kurze Sachen, ne? Muss ich jetzt was machen? Mist. Ich habe die Länge des Tons falsch eingeschätzt. Hast du doch kurz gedrückt? Ich versuche dieses Wort noch einmal von vorne. Das sind voll die Smileys. Also Standort ist echt das hässlichste Wort, was ich in meinem Leben gesehen habe. Also es regt mich zwar auf, das gerade machen zu müssen, aber ich finde es genauso cool, dass das da, also dass man es machen muss. Nicht mal Emojis funken darf man. Nee. Ich muss das jetzt auch noch ins... Okay. Eis. Eis. Was? Alter, ja, schreib doch gleich einen Roman. Schön. Klicke auf die Wörter, um die empfangene Nachricht zu entschlüsseln. Ja, klar. Mach ich. Was? Wo bin ich? Ach so. Irgendwas mit Eis.
Zumindest A-I-S. Eis. Eis. Folge den Punkten oder Strichen, um den richtigen Buchstaben zu halten. Das ist doch Punkt ist E, Punkt ist I, Punkt ist S, oder nicht? Oder? Nicht Herr der Ringe spoilern, wirklich. Punkt, Punkt, Punkt. Folge den Punkten oder Strichen, um den richtigen Buchstaben zu erhalten. Oh, danke schön, Dima. Danke, dass du da bist. Wie kalt hat er wirklich? Hä, aber... Folge den Punkten oder Strichen, um den richtigen Buchstaben zu halten. Das heißt doch, warte, ich nehme mal dafür die Maus. Hier sind drei Punkte. Das heißt doch 1, 2, 3. Dann hier hin und dann dahin, oder nicht? Oder was muss ich denn? Also. Oder sind es hier die Abkürzungen? Oder ist es 1? Ach so, S. Oh, ich hab's verstanden. S, T, E. Oder? Oder nicht? Warte mal, 3 Punkte heißt 1, 2, 3. Ein Strich ist hier STE, oder nicht? Oder? Aber ich sehe kein STE. Ach so, nein, stopp, das ist auch zusammen, richtig? Also S, N. Ach, oh, okay, 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 ich hab's verstanden. Boah, das aber auch, also, Also, sorry, ich hatte nie irgendwie irgendwas, ja? Erhalten. Ist es rot, weil es richtig ist oder weil es falsch ist? Egal, das stimmt so. S. R. S, R, S. Nee, warte mal. Ist das auch zusammen? Ich glaube, S, R, V. S, R, V. Bedarf. Ja? Ich bin richtig gut jetzt, ja? T, N, D, 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 F, D, F, S. Abwehrend. Ja, ich bin, also, ich finde, jetzt bin ich einsatzbereit, oder? Okay, Bedarf, abwehrend. Punkt, Strich, Punkt, Punkt. Punkt, Strich, Punkt, Punkt, L. Strich, Punkt. LN. Abwehrend Leitung, was? Der schreibt ja noch viel mehr Mist als ich. Strich, Strich ist M. Punkt, Strich, Strich, Punkt. MP. P. Karte. Leitung, was? Erhalten Bedarf abwehrend Leitung, Karte. Was zum Hölle? Punkt, Strich, Punkt, Punkt. Punkt, Strich, Punkt, Punkt. L, S, N, nee, 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 nee. L, S, C. Aufbrechen. Punkt, 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 Strich, V. Strich, Punkt, Strich, Punkt, Strich, Punkt, Strich, Punkt, V, C, N. Name? Punkt ist E. D. EDF. Gebäude. Sorry, kannst du es übers Gerät gelaufen? Erhalten Bedarf abwehrend Leitungskarte aufbrechen, Name Gebäude. Nahe Gebäude, was? Punkt, Strich, Punkt, Punkt. Punkt, Strich, Punkt, Punkt. L, N, G.
neben Punkt, Punkt, Strich, Punkt, F, I, U, Fluss, Punkt, Strich, A, Punkt, Strich, Punkt, A, R, Ende. Ich dachte, ich muss das Sie K Ende nehmen. Sie haben mich darum gebeten, eine Karte der Verteidigungslinie zu finden. Es gibt eine im Arbeitszimmer meines Vaters. Wenigstens versteht sie, was sie da schreibt. Fotografiere die Karte, klar. Ich will den Schlüssel finden. Aber ich will auch endlich das machen. Aber es ist nicht neblig. Katzenklo sauber jetzt. Sofort! Was ich bei dem Spiel nur echt schwierig finde. Ich weiß, also es gibt keinen Punkt, wo man aufhören kann. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde es gerade ganz schwierig aufzuhören. Vielleicht spielen wir aber doch keine Demo mehr. Was sagt ihr, wenn wir... Warte, die Demo-Woche geht ja nicht lang genug, ne? Die hört doch Montagnachmittag oder so auf, ne? Stimmt das? Ich muss auf jeden Fall den Hund gleich holen. Egal, ob wir aufhören oder noch weitermachen. Uhr ist Ende. Ja, deswegen, ich überlege gerade, ob wir vielleicht Sonntagabend oder Sonntagnachmittag vielleicht? Vielleicht Sonntagnachmittag statt Montag oder Dienstag und dafür Demos angucken? Nee, abends geht nicht. Abends geht nicht. Sonntagabend ist der Tag, wo ich mit meinen Eltern esse. Da kann ich nicht. Das geht nicht. Das ist Familientradition geworden. Ich darf gar kein Fahrrad mehr fahren. Mein Fahrrad. Der Reifen ist wie immer ohne Luft. Eine Fahrradpumpe sollte das Problem lösen. Ich krieg nur noch Quests.